Moin ihr Süßen, Hallöchen, willkommen zurück bei Shappy auf dem Kanal. Ich habe heute für euch ein Video über Modern Warfare. Was für eine Überraschung. Ich habe euch versprochen, dass ich euch die nächsten Tage täglich mit neuen Sachen dazu fütter. Alles, was ich sehen konnte, alles, was ich irgendwo finden konnte, alles, was wir wissen. Heute gehen wir durch alle Killstreaks, alle 17 Killstreaks, die wir in dem Game haben, sind heute in dem Video und ihr werdet genau sehen, wie man sie anfordert, wie man sie benutzt, wie stark sie sind, wie lange sie halten. Ich hoffe, dass euch das gefallen wird. Morgen wird eine große Diskussion kommen. Ich werde euch noch nicht sagen, um welches Thema es geht, aber ihr könnt euch das ja beim neuen Modern Warfare vielleicht denken, was so das ist, was die meisten Leute aktuell beschäftigt. Und eine Info noch vorab, die war wichtig für mich, für den Clan. Wir sind aktuell in der Phase, wir haben den Namen schon, ich kann den noch nicht verraten. Wir haben schon den Channel dafür. Wir haben ja noch offen zwei Posten, die wir vergeben wollten. Und da lief einiges komisch, das wird am Dienstag nochmal separat erklärt. Aber ich hoffe, dass wir am Dienstag, spätestens am Mittwoch, den neuesten oder das neueste Mitglied unseres Clans bekannt geben dürfen. Und geplant ist aktuell, wenn die Jungs alle mit mir da jetzt kurz am Strang ziehen, dass wir zu Ende der nächsten Woche das allererste Clan-Video hochladen können. Es wird auch Livestreams auf dem Clan-Kanal geben, da könnt ihr euch schon mal drüber freuen. Ihr kriegt natürlich bei mir die allererste Info, sobald es soweit ist. Das aber nur einmal kurz am Rande. Wenn wir heute auf dem Video 200 Likes schaffen, 200, werde ich euch, und das ist mein Versprechen, morgen zwei Videos präsentieren. Eins vormittags, eins nachmittags. Das heißt, guckt, ob ihr den Like-Button schon nach oben gehauen habt. Schaut, ob ihr, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, schon abonniert habt. Mich würde das riesig freuen. Und wenn ihr Lust habt auf was Schlichtes, was Merch angeht, könnt ihr mal unten im Video gucken. Das ist nämlich in der Videobeschreibung, direkt über der Videobeschreibung unter dem Video. Da findet ihr ein, zwei coole Sachen von meiner ersten Kollektion. Die ist nicht großartig ausgefallen, aber ich finde es sehr, sehr cool, so wie es aussieht. Dann Leute, viel Spaß mit den Killstreaks. Ich bin raus, haut rein. Das erste, was wir sehen, wir machen das wirklich so detailliert wie möglich, ist der Juggernaut. Den kennen wir aus vielen, vielen anderen CODs. Eine der coolsten Streaks. Ich fand ihn in Ghost damals auch sehr geil. Er wird im Prinzip vom Himmel geworfen, kann man im Prinzip sagen. Und wenn er da vom Himmel fällt, könnt ihr da reinschlüpfen. Ihr könnt auch währenddessen wieder rausschlüpfen. Ich sehe leider nicht, wie viele Möglichkeiten man mit der Munition hat, aber ihr könnt währenddessen auch noch epische Musik ein- und ausmachen. Also wirklich cool gemacht, ist glaube ich die höchste Killstreak im Game. Ich glaube, da kann man richtig viel Spaß haben. Es ist wieder zurück nach zweieinhalb, fast drei Jahren. Advanced UAV, Orbi, Blackbird, Hater, nennt es wie ihr wollt. Auf jeden Fall, die Gegner werden wieder krass großartig angezeigt. Ich habe lange drauf gewartet. Kann mit dem Thema neuem Radar natürlich schwierig werden, aber mal gucken. Das Gunship AC-130, ihr kennt das alle aus den alten MW-Teilen. Ihr kennt das Ganze auch aus Black Ops 4, wenn ihr es aktuell spielt. Das Gunship ist zurück und es sieht wirklich cool aus. Hat wieder drei Loadouts, also wahrscheinlich wieder ein großkalibriges MG, Granaten, Raketen. Damit könnt ihr richtig Schaden machen. Und ihr habt Flares und sogar eine Anzeige dafür. Das heißt, wenn es mit Raketen gegeiert wird, kann ich mir vorstellen, dass ihr die Möglichkeit habt, mit den Flares dafür zu sorgen, dass ihr nicht getroffen werdet. Dann haben wir wieder den Unterstützungsheli. Da habe ich erst gedacht, hey, das klingt so ein bisschen wie der Sniper-Heli oder wie wir die meisten von euch nennen, der Face-Heli aus Black Ops 4. Ganz so ist es aber nicht. Er patrouilliert einen gewissen Bereich auf der Karte und gibt euch ansonsten relativ gute Feuerdeckung. Und wenn ihr das mal so seht, das ist etwas sehr Geniales an den Streaks hier. Ihr könnt die Streaks nur rufen, die meisten, wenn ihr einen Gegner in der Nähe in Sichtweite habt. Ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut. Hier haben wir natürlich auch wieder eine neue Streak, die wir schon vor 4-5 Tagen bei mir einmal kurz gesehen haben. Der weiße Phosphorus. Das ist im Prinzip eine Art Mischung aus Blitzschlag, Napalm, Rauch, Granatenabwurf. Verlangsamt Gegner, verlangsamt aber auch Teammates, soweit man das bisher sehen konnte. Macht Schaden und welcher Gegner in die Nähe davon kommt, kriegt sehr viel Schaden und stirbt letzten Endes. Ich glaube 10 Punkte für die Killstreak ist nicht so wenig, aber auf jeden Fall sehr interessant. Dann haben wir noch die Möglichkeit für den Chopper Gunner. Und auch da, ich weiß, viele OGs von euch, ich schließe mich hier mal mit ein,
haben da richtig Bock drauf. Die Animation dafür ist cool. Es sieht aus wie aus dem Gunship, aber mit dem Chopper Gunner habt ihr immer die Möglichkeit gehabt, mit einem großkalibrigen MG richtig Feuer auf den Boden regnen zu lassen. Die Grafik ist großartig, die Animation ist großartig. Was die Streaks angeht, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, bin ich bisher absolut begeistert. Wir haben den Orbi wieder zurück oder den V-Set oder die fortgeschrittene Drohne, wie ihr es nennen wollt. Eine für mich der wichtigsten Sachen im Pub-Stumping. Und insgesamt hier deutlich, deutlich passender als sonst irgendjemals anders. Dazu der VTOL-Jet, den kennt ihr auch unter anderem Namen von vorherigen Zeiten. Der bombardiert so richtig schön, was auf der Karte ist. Und ist dann trotzdem noch oben. Ich würde ihn fast mit einem Wraith oder einem Geist von Black Ops 3 vergleichen. Natürlich, der VTOL-Jet war auch schon in anderen MW-Teilen früher. Ihr kennt ihn. Sehr, sehr cool. Er patrouilliert einen gewissen Ort. Ihr könnt ihm auch sagen, dass er woanders hin soll. Wie das genau funktioniert, ob ein Gegner da in der Nähe sein muss oder nicht, das habe ich leider jetzt nicht rausfinden können. Ich war in LA nicht. Ich habe natürlich trotzdem rausgeholt, was wir können. Aus WW2 kennt ihr es mit Sicherheit auch. 3 Vorratsabwürfe sind wieder mit dabei. Das Ganze kostet euch, ich glaube, 8 oder 9 Kills. Es gibt dafür eine Liste, die werde ich euch auch noch einmal einblenden dazu. Und mit dem Vorratsabwurf habt ihr wieder die Möglichkeit, euch wunderschöne Vorräte rauszuholen. Im WW2 fand ich das sehr, sehr cool. Wir haben das erste Mal in diesem Rahmen zumindest Fahrzeuge, die vom Himmel fallen, in die wir einsteigen können. Das hier ist zum Beispiel einer der schwer gepanzerten. Eine kleine coole Anekdote dazu. Drifter, von dem das Video hier ursprünglich auch stammt, der das Video wiederum von Ghost619 geklaut hat, hat gesagt, dass man mit Thermitgranaten die Panzer bewerfen kann und die Panzerrüstung durch die Thermitgranaten dann kaputt geht. Das, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sehr, sehr cool und macht den Nutzen von Thermitgranaten deutlich höher als das, was wir bisher in den letzten Jahren eigentlich an Thermal, Thermit, Thermot, wie auch immer es heißt, irgendwie haben konnten. Dazu haben wir einen kleinen ferngesteuerten Roboter. Den finde ich auch sehr cool, den kann man auch selbst steuern. Ich weiß natürlich beim Großen nicht, wie das ist, wenn der kaputt gemacht wird, ob man dann stirbt, ob man vorher aussteigen muss. Bei dem hier ist es ein ferngesteuerter, das heißt, ihr seht, da ist richtig Feuerkraft hinter. Geht so ein bisschen Richtung Mantis, gefällt mir aber auf jeden Fall. Hier etwas, was ich euch gesagt habe, die meisten Streaks oder alle kann man nur rufen, wenn man auch einen Gegner in der Nähe hat. Der Airstrike, den Blitzschlag, den kennen wir aus jedem COD, aber der macht hier richtig Schaden. Und wenn ihr jetzt überlegt, das ist auch relativ großflächig. Der macht Schaden, da geht ein bisschen was kaputt. Wenn ihr den ordentlich trefft, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Das hier hat mich ein bisschen an WW2 erinnert, die Cruise Missile. Nicht, weil es da schon eine gab, sondern weil wir da die Gleitbombe hatten, die im Prinzip eine ähnliche Animation hatte. Der Radius, wurde gesagt, von dieser Cruise Missile ist relativ groß. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da wahrscheinlich auch Drohnen und ähnliches mit runterschießen kann. Der Cluster Strike, das ist im Prinzip Mörserfeuer, sieht stärker aus als in anderen CODs bisher. Und wenn ihr mal mitzählt, wie oft wir das Ganze haben, dann ist das insgesamt 6 oder 7 Mal. Das heißt, ihr habt einen Bereich, eine Flagge bei Stellung, Stellungsziel, vielleicht einen Roboter bei sowas wie Geleitschutz. Da ist eine Menge bei, was das Ding kaputt machen kann. Die klassischen Vorräte kennt ihr auch. Ihr müsst bedenken, mit 4 Kills kriegt ihr eine Drohne, eine Konterdrohne oder die Vorräte. Ihr könnt nur eins von den 3 Sachen mitnehmen. Das heißt, überlegt euch ganz genau, was ihr haben wollt. Ich vermute, dass die Drohne das wichtigste Equipment an Streaks dieses Jahr ist. Deshalb wahrscheinlich wird das Care Package nicht so oft gesehen. Die Drohne aktiviert nicht nur das Radar und die Minimap für euch, sondern zeigt auch ganz klassisch deutlich an, wo sind Gegner. Die Refresh-Rate der Minimap bzw. der Drohne ist besser als in Black Ops 4. Gefällt mir außerordentlich gut, um ehrlich zu sein. In Black Ops 4 die Refresh-Rate von der Drohne ist insgesamt sehr langsam, was mich persönlich, um ehrlich zu sein, sehr, sehr stört. Hier seht ihr auch nochmal, wie es aussieht, wenn ihr von einer Konterdrohne getroffen werdet. Und es ist anders als sonst, wie wir es eigentlich kennen. Es sieht im Prinzip mehr aus, als hätte man eine EMP abbekommen. Die Konterdrohne kann man aufstellen und kann man auch wirklich von diesem Punkt, wo man sie aufstellt, zerstören. Also in dem Fall die Konterdrohne etwas anders als das, was wir bisher kennen, aber definitiv interessant und spannend. Das persönliche Radar, das ist ein Thema, das werden wir gleich nochmal anschneiden. Für 3 Kills mit Hardline 2 Kills bekommt ihr das persönliche Radar, der Gegner wird darauf gepinkt. Ihr könnt den Gegner sehen und diese persönliche Drohne fliegt mit euch mit. Ihr bekommt das Radar, der Teammate von euch hat dieses Radar nicht, selbst wenn er neben euch steht. Das heißt, wenn alle Teammates eine Minimap bekommen sollen, müsst ihr da immer dafür sorgen, dass eine Drohne mindestens an der Luft ist.
Viel wichtiger finde ich aber eigentlich, wie die Art des Juggernauts ist, die man hier in Modern Warfare gemacht hat. Der sieht richtig powerful aus. Ihr habt die Möglichkeit, die Musik, die ihr währenddessen habt, das ist ganz, ganz epische, cool klingende Musik, ein- und auszumachen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir alle 17 Streaks angucke, die bisher drin sind, ohne dass die Beta auch schon gestartet ist, im Gegensatz zu dem, was wir an Streaks in Black Ops 4 haben, wo man bei jeder Streak das Gefühl hat, dass die einfach kopiert ist aus einem anderen Spiel, ohne Neuerung, ohne Änderung, ohne alles, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so mit einigen Tagen Bedenkzeit mir das Ganze nochmal angucke und überlege, auch das Gunship dazu, ich glaube, dass von Pubstumping her, wenn man das richtige Team hat, unabhängig jetzt davon, was mit dem Radar passiert oder nicht, dass wir auf jeden Fall Spaß haben können. Mehr Spaß, als es jetzt derzeit so ist.